Herzlich willkommen zum Part 2 der Mishimoto-Serie. Heute verbauen wir den Catch-Tank. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie es funktioniert, aber wir zeigen es euch, nachdem wir rausgefunden haben, wie es geht. Und ich schätze mal, Nico ist schon ein bisschen weiter als ich, weil wir haben gerade beschlossen, dass wir ein Video dazu anschauen, damit wir euch ein Video machen können. Es lädt aber nicht, weil hier ist ein Bleidach oder irgendwie sowas. Ja, ich habe gesagt, du bist pissen und es dauert 3 Tage. Dennis ist auf dem Klo. Erfahrungsgemäß braucht er dafür zwischen 34 und 48 Minuten zum Pissen, wohlgemerkt. Deswegen. Ich wollte das Video laden lassen, aber das bricht immer wieder ab. Wie weit bist du? Ich habe es gecheckt. Komplett? Ja. Ja gut, dann wie funktioniert es? Aber vielleicht, um das jetzt ein bisschen anschaulicher zu machen. Oh, okay, klar. Der Halter wird ersetzt, das habe ich gesagt. Ja. Hier ungefähr soll dann nachher diese, Moment. Diese Catchcan rumsitzen. Wo ist die Taschenlampe? Die Handlampe. Ja, die Handlampe. Okay. Dann nimmt man den Schlauch. Mhm. Man sieht ja so ungefähr, der Durchmesser ist etwas kleiner als der Durchmesser, also gibt es ein dickes und ein dünnes Ende. Korrekt. Der kommt so hin. Mhm. Und dann da drauf nachher. Und der da hier, auch dick dünn, kommt so hin. Ja, und dann da unten. Ne? Und dann da unten drauf. Ja, sieht man das gescheit. Fertig ist die Geschichte. Ein Mann dürfte selbsterklärend sein. Ja, man sieht ja, das ist ja, tatsächlich passt. Relativ selbsterklärend. Okay, alles klar. Viel unkomplizierter als gedacht. Dann würde ich sagen, wir bauen als erstes mal den Halter weg, oder? Okay. Und positionieren den Bums schon mal. Ja, schon. Okay. Heute die viel zu viel Geld haben. Ja, okay, nee, warte, wir machen es nochmal von vorne. Erklär es mir, erklär es den Leuten genauso, wie du es mir gerade erklärt hast. Also, von vorne. Wusstest okay. du, Fun Fact hier. Wusstest du, Fun Fact, so eine Catchcan bringt relativ viel, weil wenn man zum Beispiel ein originales Auto hat, ein originale Kurbelgehäuseentlüftung, für alle, die das vielleicht nicht wissen, eine Kurbelgehäuseentlüftung drückt mit der Zeit Öl aus dem Ventildeckel wieder zurück in die Ansaugung. Und man macht es halt, weil es ein geschlossenes System ist. Damit kein Öl auf den Boden oder in die Luft kommt, Umweltschutz und so weiter und so fort. Jetzt tankt man in seinem Renault Clio 16V 102 Oktan, weil Bonzenkraftstoff. Danke, und, genau das wollte ich hören. Ja, Bonzenkraftstoff, ich habe schon fast meinen Text wieder vergessen. Und fährt ohne so einen Öl-Catch-Tank. Dann vermischt sich gezwungenermaßen das Öl, das da aus dem Ventildeckel rausgedrückt wird, mit dem Kraftstoff, den man sich da reintankt, mit dem Bonzenkraftstoff, den man sich da reintankt. Logisch. Und rechnerisch reduziert sich damit die Oktanzahl von dem Luft-Kraftstoff-Gemisch, das im Brennraum gelangt. Also baut man sich ja genau solche Catchcans rein, weil du dann gefilterte Luft quasi in die Ansaugung reinbekommst. Über diesen Zyklop-Ölabscheider ist das meistens. Ich bin immer wieder beeindruckt. Fasziniert ja. mich. Absolut. Hey, da gibt es tatsächlich eine Rechnung. Ja. Das habe ich mal irgendwann mal im Internet gelesen. Okay, es ist ja, es ist ja theoretisch schon logisch, aber ich dachte halt, du willst halt allgemein da ja kein Öl drin haben. Nee, damit, dass du dein Luft-Kraftstoff-Gemisch verunreinigst, hast du eine gewisse Anzahl an Partikeln, die quasi den Platz von deinem hochwertigen Benzin oder von deiner hochwertigen, frischen, kalten Ansaugluft einnehmen. Und damit, ich habe keine Ahnung, ich habe da irgendwas gelabert. 100, jetzt kann ich zum Beispiel 102 auch. Ein Thema hatten wir gerade noch, und zwar so eine Catch-Tank wie die hier ist legal, weil, erklär du es nochmal, du machst das echt gut, ich bin wirklich beeindruckt. Weil das hier ein geschlossenes System nachher ist. Genau. Dadurch, dass das aus dem Ventildeckel in den einen Anschluss reingeht und vom anderen Anschluss in die Ansaugbrücke wieder rein, ist das ja, ja ein geschlossenes System. Das sind die Leitungen, die wir euch gerade gezeigt haben. Also von hier raus und. Ja. Nee, doch, von hier raus und da wieder rein. An sich verhält sich das ähnlich wie ein Blow-Off-Ventil zu fahren. Ein geschlossenes Blow-Off ist immer cool, ein offenes Blow-Off ist immer scheiße. Weil es diese Catch-Tanks auch mit einem Anschluss nur gibt für den Schlauch. Dann holt man sich zwar das Öl aus dem Ventildeckel, das wird hier abgeschieden, das sammelt sich hier an, da unten kann man das dann irgendwann ablassen. Es gibt sogar noch solche coolen Teile, wo so ein Festo, so ein durchsichtiger Festo-Schlauch drauf ist, damit man quasi den Ölstand sieht und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt noch die, wo hier so ein Mini-Luftfilterpilz, wie von so einem 25er-Mofa oder keine Ahnung,
so in der Richtung drauf sind. Wenn das dann offen ist und diese Abgase, sage ich jetzt einfach mal, in die Atmosphäre ausgeschieden werden, dann kann halt wieder die Rennleitung anfangen rumzuheulen wegen Umweltschutz und Umweltverschmutzung. Da ist doch schon eine 10er drauf. Muss man nur noch kurz rausfinden, wie man den Behälter da aushängt. Aber zur Not hätte ich auch. Also, diese Assis. Wackel einfach ein bisschen. Sagt das nicht im Internet. Ja, habt ihr den Kommentar im Brett? Mein Arm ist Brett! Ich hab das Brett kaputt gemacht. Dreh's einfach um. Oh, hier ist es gut. Achtung. Ja, genau, das checkt man an. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Ich hab doch gesagt, ich dreh's einfach um, scheiß drauf. Hat sie das gesehen, oder? Die hat das komplette Video angeguckt, ja. Normalerweise ja. Lässt es bloß so nebenher laufen und das hat sie wirklich komplett angeguckt. Und dann steht da als Kommentar, mein Brett! Ja. Und ich denke mir so, Alter, jetzt bin ich dann so ein richtiges Arschloch, Alter. 6%. Ah, vielleicht sollen wir mal schön Akku tauschen, ne? Aber, wir haben wieder Überraschungs gehört. Einfach nur, wenn es so ist, Alufolie. Was ist denn? Ich hab keine Frischhaltefolie. Rasenmäher, Benzin oder so. Auch nicht weiß ja nicht, was uns fehlt. Was ist denn hier los? Was willst du denn? Da passt ja kein Imbus. Ich habe einen Torx genommen. Frag doch einfach. Ja, ich habe doch auch gerade einen Torx gesucht. Ja, weil wir keinen so einen kleinen Imbus so haben. So viele Aggressionen hier drin schon wieder. Hast du es schon fest? Nee. Nein, angelegt. Ich bin mir nicht sicher, warum die da Schellen drauf haben wollen, weil das ist kein druckbelastetes System eigentlich. Sollen wir es drauf machen, dass es cooler aussieht? Es hat ohne Schellen funktioniert. Es wird auch jetzt ohne Schellen funktionieren. Kann man da unten überhaupt eine Schelle Außerdem sind es die billigsten 1 Euro Baumarktschlauchschellen, die es überhaupt gibt. Ich habe 15% Rabatt bekommen, das können wir nicht sagen. Was die bei... Liked alle das Video, damit wir von Mishimoto gesponsert bekommen, gesponsert werden und ihr einen Rabattcode bekommt. Ich hätte schon so 4 Bar Ladedruckschellen eigentlich erwartet. Willst du drauf machen? Dann machen ja, das sieht doch gut aus, komm. Ja, nicht, dass sie irgendwo rumliegen und einstauben, weil solche Scheiße ich gar nicht benutzen. Sorry. Ich habe tatsächlich ja mal den Fehler gemacht, als ich im 190er so einen Catch-Tank eingebaut hatte und gedacht habe, keine Ahnung, wie soll das funktionieren? Da ist ja gar kein Filter drin, da sind nur ein paar so scheiß Löcher drin. Ja. Dann habe ich da... Was habe ich da denn genommen? Ich glaube, irgendein so einen richtig, richtig groben, wie so ein Tafelschwamm von der Schule, so mehr oder weniger. Ja. So, und da hat es verstopft, oder? Und dann ist mir tatsächlich alle Furzlangen der Ölpeilstab rausgeschossen, weil da so viel Druck dann da drin war. Ja, sehr gut. War ein Fehler, macht's nie nach. Sag bloß. Ich war ja noch so unterwegs in dem Modus von wegen. Ah ja, der O-Ring in dem Ölpeilstab, der ist jetzt auch 30 Jahre alt. Da können wir mal einen neuen reinmachen. Dass noch mehr Druck entsteht. Sehr gut. Ja. Bombe geworden. Ja. Pizzasuppe will halt auch keiner essen. Aber der André, der ist auch im Pizzagame drin. Ja, ich schwöre, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin nur mit Freaks befreundet. Da. Der sagt so, ja, schon connected. Ich mach Pizzaofen. Ja, was hast du für einen Pizzaofen? Ja, den und den. Ah, und ja, den wollte ich auch haben, aber ich habe den elektrischen. Check da gar nichts, Alter. Ich dachte schon damals, dass ja, du mir gesagt hast, dass du Mozzarella selber machst. Die Vibration hat einen Teig und so. Voll geil. Die machen da rum mit Eiswürfel und Teig und hier und was weiß ich was. Wenn es mit einer Maschine kneten... Freaks. Dann musst du so einen Spiralhaken nehmen, ja, der sich nicht um die eigene Achse dreht, sondern einfach gerade runter wie so ein Rührmixer. Gerade runter. Dann ja. Funktioniert es, weil ich gesagt habe, es ist voll der Schleim geworden. Ja. Noch ein paar Videos und wir wissen alle, wie man Pizza macht. Das ist sehr gut. Also schön, wir haben, wie gerade eben schon erwähnt, Halter ist dran, Catch Tank ist dran, jetzt sind auch die Leitungen am Catch Tank dran und wieder original verbunden. Schellen haben wir noch angemacht, festgezogen. Das war's eigentlich auch schon. So funktioniert das ganze System. Das ist der die Catch Can von Mishimoto. Das ist quasi Plug and Play. Die Halterung
von der ich übrigens 8 Stück bekommen habe. Also, Nishimoto, Dankeschön, aber ich weiß nicht so richtig, was ich damit machen soll. Jedenfalls ist das ganze Teil fertig. Das ist alles Plug and Play. Die originale Halterung fällt hier quasi weg. Ihr baut die neue ran. Die hat schon Aussparungen für die Catchcan und die Leitungen passen dann perfekt dorthin, wo sie auch hingehören. Und so funktioniert das ganze System. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut, dass ihr im nächsten Video wieder dabei seid und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zusehen. Viel Spaß noch. Ciao. Nee, filmt es? Ich habe keine Ahnung. Ja, man sieht genau gar nichts. Ja, natürlich. Ich habe die Kamera angekriegt. Sehr gut. Hast du irgendwie so ein Intro gemacht? Nö, natürlich nicht.